Macht weiter. Schön nach Eisbären. Kommt wieder, wenn ihr etwas mehr Rückgrat. Okay. Wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Wo ist diese Öffnung? Das ist irgendwo unten. Könnt ihr einen Septim entbehren? Was soll ich haben? Oh, ich möchte das sehen. Wovon in aller Welt sprecht ihr? Geld habe. Stellt euch nicht blöder, als ihr seid. Ich sagte Taschen ausleeren. Und zwar sofort. Ich sage euch, dass ich... Wartet mal. Was ist das für ein Ring? Wie nur das ist nicht meiner. Argonischen Handwerker sie herstellen das können. Euch nicht. Ich war es nicht. Das ist doch verrückt. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe diesen Ring in meinem ganzen Leben... Noch nie gesehen. Natürlich nicht. Das sagen sie alle. Alle. Hier liegt eine Axt rum. So, hier liegen kaputte. Ach so, das kann sein, dass ich hier schon mal drin war. Ach ja, stimmt ja. Ist ja Ewigkeiten her. Es war sogar noch gegen Anfang irgendwo. Wo wir mit der schwarzen, mit der dunklen Bruderschaft. Jetzt klingelt das, super. So, da bin ich wieder. Da hat jemand geklingelt. Passiert mal. So, zersplitterte Flasche, da soll ich rein, ja? Hallo? Boah. Luft, Luft. Diese Zeiten sind vorbei. Ich denke, dass Brynjolf euch alle nötigen Informationen geben kann. Das haben wir alle schon mal gehört, Brynn. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. Ihr, Vex, Mercer, ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Die Dinge ändern sich. Eine aussterbende Art, was? Und wie nennt ihr das? Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Herzukommen war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, du, ich war schon mal hier. Nun, da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner, was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Klingt gut. Kiraba, um wen geht Gavi, es? Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Um ehrlich okay, zu sein, was soll getan werden? Die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Klingt gut. So gut wie ich. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Gut, ich will gar nicht mit dir reden. So, ich will jetzt mit ihm reden. Hallo. Ja, ich suche einen Typen. Immer noch, ich suche jemanden. Hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Du Sackgesicht. Lass mich in Ruhe, ey. Aber jetzt, ach, kacke. Alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Mal eben. Ich hab doch eine Kette, die meine Redekunst erhöht. Oder erhöht das hier auch meine Redekunst? Nee. Redekunst. Ganz schön. Aha. Hier gibt's viele alte Kerle. Das ist eine rührende Geschichte. Aha. Hier gibt's viele. Das ist ich will, dass du mir das jetzt. Aha. Hier gibt's viel. Das ist eine rührende. Aha. Leck mich am Arsch, Alter. Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ja. Ist das gerade weniger geworden? Was passiert, wenn ich da jetzt das nehme? Und das hier? Wird das dann billiger? Gibt's viele alte Kerle. Ich. Nö. Aber ich rede kurz, wird das weniger. Ich nehme das Redekunst-Ding hier und das hier wieder an. Hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß. Jetzt muss ich kröten. Immerhin. Wenn ihr das so ausdrückt,
Ich glaube, ich kenne den alten Kerl. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Der Kerl versteckt sich, wo wohnt er? Auf Wiedersehen. Egal, ich werde ihn schon finden. Kommt später wieder. Ich muss die Kette eben tauschen. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Gab's hier nicht so einen Glatzkopf, mit dem ich reden konnte? Er hier? Ich denke, dass Brynjolf euch alle nötigen Informationen geben kann. Könnt ihr die Dämmersternzuflucht renovieren oder ausbauen? Da ja, das war das Ding, wovon und so, ne? Ja. Ganz ehrlich, das wird euch kosten. Sehr viel kosten. Dunkle Bruderschaft. Ich weiß, 25.000 oder so. Wovon genau sprechen wir denn hier? Keine Ahnung, Ausbau. Wahnsinn, wie viel? Wie viel sind das hier? 1, 5, 15, 18, 19. Er hat mir 25.000 gegeben, ne? Bin ich hier 1, 2, 3, 4. Guck mal, das sind erstmal 1.900. Quatsch. 19.000. Jo, das machen wir später, das erledigen wir noch. Wenn ich was trinken sollte, dann sollte irgendwie so. Oh nein! Ach, hier ist meine Liste. Okay. 230, 22, irgendwas. Ich gehe auf Magicka. Oder auf Leben. Ich denke, ich gehe auf Leben. Und dann die nächsten beiden auf Magie und das andere. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Hier gibt es keine Almosen. Ich sollte mal gucken, wie viel Knete ich zu Hause noch habe und dann komme ich mal her und baue das Ding auch aus oder so. Obwohl, das hat überhaupt keinen Sinn. Was? Lieber sollte ich zuerst mein Haus ausbauen, ey. Boom. Tot. Kopf ab. Da ist er. Hallo Köpfchen. Na, alles fit bei dir? Ist ja sehr lecker heute. Kann ich gar nicht so richtig durch die Gegend ziehen. Ich wünsche, ich könnte ihn so hochheben. Will nicht. Will nicht. Körper geht. Kopf aber nicht. Blöd. Oh mein Gott. Warum steht da ein Stuhl? So, Moment. Ich muss das hier plündern. Alles meins. Sieht irgendwie komisch aus. Was ist das? Ich wusste, es brennt. Muss ich da irgendwie runter oder so? Nö. Moment, wo bin ich denn hier? Hier komme ich da runter. Lol. Ganz viel Gold. Gib mir das, gib mir das. Ich bin gierig. Meins. Nochmal meins. Auch meins. Truhe mit.
Gold und Lederschiene. Aber die bringt mehr als die, die ich bauen kann. Oh, Wahnsinn, kaputt. Ich bin ein echter Profi. Nicht. Meins. Was ist hier los? Was ist hier los? Ja. So. Gott, ich bin schon wieder müde, ey. Rattenweg, Gehwege, Gehege? Was steht hier? Was? Keine Ahnung. Was? Hallo. Hier wohnt jemand. Tja, Knack, keine Ahnung. Ey, Knack, jetzt bleib mal schön geschmeidig, ey. Was ist los bei dir? Fleisch. Die Knack ist jetzt kaputt. Lol, Waldi, jetzt steh mir den. Du stehst mir schon wieder voll im Weg rum, ey. Wem muss ich wo helfen? Hilfe! Was willst du tun? Willst du mich jetzt angreifen oder was? Ich verstehe endlich, was das alles bedeutet. Bitte bringt mich nicht um. Das Töten und das Sterben. Jemand muss. Du bist böse. Was ist los bei dir? Die Feuer erleuchteten die Nacht. Überall am Romaris. Bitte bringt mich nicht um. Waldi wird dich töten. Er erledigt das schon. Alles, was rot auf der Karte leuchtet, ist des Todes, keine Ahnung. Ein Apfel. Das und das. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Na gut, wir werden jetzt vernichten. Sorry, aber ich hab mich vergriffen und dann war auf einmal so und ja. So, kann ich mich jetzt hier um die Tür kümmern? Hallo. Espion, mach die Tür auf. Ich bin dein Freund. Was? Weißt du doch. Das bin ich nicht. Ich ja. Espion. Ich habe keine Ahnung, wovon. Warum nicht? Die Tama habe ich aufgesperrt. Wir müssen verschwinden. Fühl mich das doch beruhigt. Wahrscheinlich steckt ihr mit den Talmoor unter einer Decke. Und versucht mich mit einem dazu zu bringen, die Tür zu öffnen. Ich kann dich kaputt schreien, wenn du willst, ey. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, ja, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Die Timer haben euch aufgespürt. Wir müssen verschwinden. Ja, ja, das habt ihr bereits erwähnt. Na und? Das Ende ist nah. Es ist egal, ob ich hier sterbe oder an einem anderen Ort. Ich habe es satt, wegzulaufen. Was meint ihr? Das Ende ist nah, hä? Nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt.
Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, die Rache, der die anderen wieder Toten aufstehen lässt, ja, hier, blablabla, ja. Irgendwie so. Ihr wisst es ja, aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Warum? Oh ja, es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, ich bin ein Drachenblut. Die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Los! Hoffnungslos! Erstmal, ich bin das Drachenblut. Ihr? Ja. Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Gib mir nur einen Augenblick. Gib mir auch einen Augenblick. Ich muss mir die Bücher angucken. Tausendmal. Oh, Karte aktualisiert. Das werde ich brauchen. Nein, nein. Das werde ich auch brauchen. Wo ist meine kommentierte Annuade? Hat er gerade Trant gesagt? Oh, verkohlte Schuhsohle. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl ein Kanickelbein. Dann mal los. Warte, ich brauche was zu essen. Hüter der Steine. Lol. Was Interessantes noch hier? Hachi. Ich hatte Schnupfen. Gleich direkt böse, ey. Ich bin ein Agent oder was? Waldi, jetzt bleib mal schön geschmeidig. Okay, jetzt geh einfach raus und mach da Action. Natürlich haben sie mich schon gesehen durch die Wände, ey. Magisch, ey. Ganz toll. Hier geht's nicht raus. Wow, habe ich mich erschrocken, ey. Ja, hast nicht mehr viel zu lachen, wa? So. Schnauze da oben. Ich weiß gar nicht, wie ich hochkomme. Ich muss hier mal mit dem Pudding laufen, ey. Denn ist irgendwas explodiert oder so? Schnell, wo bist du? Schnauze da, ey. Ja, das war's wohl. War wohl nichts mehr. Soll ich zurücklaufen oder was? Aldi, was ist los hier? Wir sollen irgendwo hin. Hä? Oh mein Gott, das ist wie so ein Labyrinth, ey. Hier komme ich her. Ich muss das erstmal wieder finden, ey. Wo geht's noch raus hier? Alles ein wenig verwirrend.
Weg, ey. Da hinten. Ja, ich bin fast da. Ach was, wo kommt das denn her? Ach ja. Da. Guten Tag. Ach, guck mal. Mach keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Nee, nee. Alles easy. Genau. Oh, wie komme ich hier schon wieder raus, ey? Hier werden die bösen Buben geköpft. Oh, ich hab's gesehen und lauf trotzdem rein, ey. Geil. Und jetzt werdet ihr dafür büßen, weil sie die Angelegenheiten der Dalmor erledigt zu haben. Ach du? Gehört doch gar nicht in diese Mission, oder? Ach doch. Stimmt ja. Hier haben wir ja letztes Mal in dem Dingens getroffen. In der komischen Botschaft, ey. Es ist falsch. Das ist nicht Sinn der Sache. Mach auf. Mach auf. Ich will raus. So, ich hoffe, ich muss nie wieder hier runter. Oder zumindest nicht so bald. Oh, lol. Atronach. Der gehört Esbern. Aus dem Weg. Ey, dein verkackter Atronach steht mir im Weg rum. Ey, du stehst mir im Weg rum. Pack doch mal die scheiß Waffen weg, ey. So, wo geht's hin? So, es geht nach Dingensens da hinten. Flusswald. Ich wollte schon Weißlauf sagen. Hallo Flusswald. In der Taverne wieder. Hallo Kinder, seid artig und lernt schön, ja? Geht in die Schule. Sonst seid ihr doof wie Brot, so wie ich. Habt ihr euch jemals gefragt, so, ihr nicht wenigstens vorübergehend einen Waffenstillstand mit den Kaiserlichen schließen? Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Esbern. Ich habe ihn wiedergebracht. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt. Ich weiß, wo wir reden können. Ordner, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Du nimmst immer die Theke, Alter. Tust doch nie was, Delvin, ey. Oh, Äpfel. Ich sollte auch mal Äpfel essen. Oder Obst, generell. Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Okay. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über. Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach.
während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst. Nee. Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Aha, 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 das ist ja nur Text. Ich lese aber nur Bilderbücher. An denen die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmel. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Okay. Von Flusstal aus? Die direkteste Strecke führt über die südliche Straße durch Falkenring. Oder ihr könntet die Kutsche von Weißlauf nach Markart nehmen und euch von Westen annähern. Doch keine dieser Strecken durch Reach ist heutzutage noch sicher. Die Abgeschworenen sind überall. Nehmt euch in Acht. Ja, die kenne ich schon. Dankeschön. Wir treffen uns in Kartenspitze. Irgendwie so. Wir weniger Aufmerksamkeit. Keine Sorge. Ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartenspitze auf euch. Viel Glück. Gut. Ja, gut. Und dann mache ich eben eine Aufnahmepause. So. Ende. Und wir jagen. Oh, mach ich das so. Mach ich das so. So, Moment. So, Aufnahmepause. Oder würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann!